Der Spendenstream 2023 ist Geschichte. Erstmal an euch nochmal vielen Dank für euren Support, fürs Unterstützen, fürs Spenden, fürs Teilen, fürs Liken, fürs Kommentieren. Ja, einfach danke an euch. Im Stream hatten wir unfassbar spannende Interviewpartner. Und damit diese Interviews nicht in Vergessenheit geraten und dass ihr diese auch ganz einfach nachschauen könnt, wird es in den kommenden Tagen jeden Abend eins der Interviews hier auf meinem Kanal geben. Wir starten rein mit dem Interview mit Stefan Pütz. Leider war am Anfang die Soundqualität nicht so gut. Ich bitte das zu entschuldigen. Das ist tatsächlich aber auch nur für die ersten paar Sekunden so. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum rum. Los geht's mit dem Interview mit Stefan Pütz. Herzlich willkommen, Stefan Pütz. Cool, dass wir dabei sein dürfen. Ja, mega geile Aktion, was ihr da startet. 12-Stunden-Marathon, Spendenmarathon. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, oder wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Was macht Mission RDV? Wofür steht Mission RDV? Mission RDV will ein Bewusstsein für Tier, Natur und Nachhaltigkeit schaffen, aber auch aktiv tätig sein. Hierzu ist Mission Erde, das Mission Erde-Team auf der ganzen Welt für verschiedene Schutzprojekte tätig, unterstützt lokale Umweltschutzorganisationen, aber auch einzelne Personen, die vor Ort für die Erhaltung einer besonderen Art oder eines Lebensraums kämpfen, Missstände aufdecken bzw. Tierschutz jeglicher Art betreiben. Ich habe hier jetzt auch parallel die Fotos. Also Mission Erde, das hier ist erstmal das Logo. Und wir sehen jetzt euch hier im Einsatz. Ja, das Foto du zusammen mit Lea. Gerne kannst du da nochmal ja, was zu sagen. Was? Also das Bild, was ihr jetzt gerade seht, das ist eine Mission gewesen, wo wir einen befreundeten Lebenshof unterstützt haben für eine Ferkelrettung. Dort sind Minischweine im Wald ausgesetzt worden und wir haben halt mit einer schnellen Rettungsaktion und den Spendengeldern von der Community ja, ein geiles Projekt aufziehen können und haben diesen Schweinen ein neues Zuhause geboten auf dem Lebenshof Rotenwald. Joa Berge ist der Betreiber, ja, ein herzensguter Tierschutzaktivist, der einen Lebenshof betreibt, Rinder hat, Huten hat, Hühner hat und diesen Minischweinen einen neuen Lebensraum bzw. ein neues Zuhause geschenkt hat. Weiter würde ich sagen, gehen wir zu Mission Pelz. Was war Mission Pelz? Was steht dahinter? Bei Mission Pelz ging es darum, eine Petition voranzutreiben und die Unterschriften zu sammeln dafür. Unser Ziel für diese Petition waren 1,4 Millionen Unterschriften. Das war eine EU-Petition, womit sich das EU-Parlament am Ende auseinandersetzen muss, wenn diese Unterschriftenanzahl gesammelt worden ist. Und wir haben mit Robert Mark-Lehmann, also beziehungsweise das Mission Erde-Team mit Robert Mark-Lehmann zusammen, haben im Juli 2023 eine Mission gestartet, eine Pelzfarm infiltriert. Da ist auch ein sehr aufschlussreicher und emotionaler Dokumentarfilm darüber entstanden. Wir haben zusammen mit dem Tierschutzbüro nach Polen undercover eingestiegen und haben halt diese Missstände dokumentiert, um diese Missstände in der Pelzfarm zu dokumentieren, aufzudecken und die Tiere zu retten. Also teilweise wurden Tiere gerettet. Es wurden, glaube ich, 3 Füchse mitgenommen, was natürlich verschwindend gering in diesem Moment erscheint, aber das ist einfach Botschafter am Ende, denen ein neues Zuhause geboten wird und die diese Geschichte erzählen sollen. Ja, wir können gerne nochmal das Video von Robert einblenden. Ja, sehr gerne. Ich brauche wieder eure Hilfe und diesmal ist es noch viel schlimmer und noch viel krasser. Wir brauchen wieder 1 Million Unterschriften für diese EU-Bürgerinitiative zum Stopp dieses Pelz-Scheißdrecks. Guckt euch das Video dazu an, was ihr mit dem Deutschen Tierschutzbüro gemacht habt. Und Freunde, ihr könnt Teil davon sein, dass das hier irgendwann der Vergangenheit angehört. Also von daher reingehen, Bürgerinitiative klicken, unterschreiben, Video angucken, teilen, Message verbreiten und los geht's. Ah, übrigens, Sebastian. Die 1,4 Millionen waren natürlich das Ziel. Wir sind aber erst bei 1,2 Millionen. Also die 200.000 für diese EU-Petition sind noch nicht komplett, also die 1,4 Millionen sind noch nicht voll erreicht. Das heißt, an alle Leute, die hier sich diesen Stream anschauen, die Petition noch nicht unterschrieben haben, öffnet die Petition, unterschreibt das Ganze. Es ist für einen guten Zweck. Es kostet euch 1 Minute eurer Lebenszeit und ihr habt eine richtig gute Tat geleistet. Also wir haben jetzt hier auch nochmal Fotos von der Pelzfarm. Hier sehen wir
so einen eingesperrten, was war das nochmal für ein Tier? Ein Chinchilla. Das sind Silberfüchse oder Marder oder Marderhunde. Das sind die Tiere, die normalerweise auf den Pelzkrägen zu sehen sind. Dann, was auch sehr verbreitet ist, sind Nerze oder auch Chinchillas, die dann an den Bommeln von den Mützen sind. Viele Menschen wissen gar nicht in dem Moment, dass sie echtes Tierfell tragen, weil tendenziell ist echtes Tierfell günstiger als Kunstfell. Weil unter diesen Umständen kostet die Produktion natürlich so gut wie gar nichts. Also Echtfell herzustellen, beziehungsweise es dann zu verarbeiten. Und ja, viele Leute wissen einfach nicht oder sind unwissend, dass sie so etwas tragen und denken vielleicht, sie tragen Kunstpelz, weil die Firmen, die diese Jacken herstellen, halt es oft auch verschleiern. Da einfach Ja, die Frage, wie fühlt sich das an, diese Tiere so zu also sehen? wenn ihr euch den Dokumentarfilm anschaut, könnt ihr schon sehen an Robert und an Denise. Denise ist die Dame vom Tierschutzbüro, Reaktionen. Das ist wirklich etwas, was einen ans Limit bringt emotional. Denn du möchtest natürlich alle mitnehmen, aber du hast nicht die Möglichkeit und nicht die Kapazitäten. Es ist ja in dem Moment auch eine ja, bedrohliche Situation, denn du steigst ja irgendwo ein, um Missstände aufzudecken. Das heißt, du möchtest natürlich nicht entdeckt werden. Und ja, also ich denke, ich stelle mir es total schrecklich vor am Ende des Tages, dass man nicht allen Tieren in dem Moment helfen kann. Es gibt übrigens einen zweiten Teil von dieser Dokumentarreihe, wo Denise dann nochmal zurückkehrt und mehrere Marderhunde und Silberfüchse rettet, weil es sie einfach nicht in Ruhe gelassen hat, dass sie ja diese Tiere zurücklassen musste. Und ja, sie wollte einfach helfen und wollte so viele wie möglich mitnehmen und ihnen besseren Lebensraum bieten. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie grausam diese Tiere auch getötet werden. Also die Tiere werden ja oft einfach erschlagen oder ihnen wird das Fell bei lebendigem Leib vom Körper runtergezogen, weil aus Sicht der Pelzindustrie das natürlich die bestmögliche Pelzqualität gewährleistet, diese Vorgehensweise. Und es ist wirklich ein ultra grausames Prozedere, was wir uns gar nicht vorstellen können, beziehungsweise die meisten Menschen wissen gar nicht, dass sowas existiert oder dass Leute zu et so etwas fähig sind. Und auch die Haltung dieser Tiere, der Marderhund und die Silberfüchse sind natürlich nicht gemacht, auf einem Gitterboden zu laufen, sondern sie sind von der Natur konzipiert worden, auf Waldboden zu laufen. Sie sind es gewohnt, kilometerweite Strecken am Tag zurückzulegen und sie fristen ihr Dasein einfach über mehrere Jahre teilweise dort in einem, ja, in einem winzigen Käfig. Sind in ihren eigenen Exkrementen. Viele Tiere erblinden von den ganzen Dämpfen durch die Fäkalien, die einfach durch diese Gitterstäbe durchfallen. Also es sind unvorstellbare Konditionen, wie diese Tiere behandelt werden und ausgebeutet werden. Und dann natürlich noch die Verstümmelungs- ja, Perspe- Aspekte. Das heißt, manchmal werden Marderhunde oder Silberfüchse zusammengehalten und denen ist natürlich langweilig den ganzen Tag, beziehungsweise oft haben sie auch nicht genug Ressourcen, Futter, Wasser und es führt natürlich dazu, dass sie sich gegenseitig anfangen anzunagen. Ja, Wahnsinn. also Also es ist unglaublich. jeder kann sich jetzt aufgrund dieser Beschreibung schon vorstellen, was das für ein Dasein sein muss. Schaut euch auf jeden Fall die Dokumentation an, die zwei Teile, und dann werdet ihr verstehen, was dort für Missstände sind. Genau, also nochmal die Petition unbedingt unterschreiben. Hier ist auch nochmal das Foto. Stefan, ich würde gerne weitermachen Ja, vielen Dank. mit der Mission Griechenland. Wir haben hier jetzt ein Foto mit dir und Lea auf der Pinguinfarm. Möchtest du dazu auch kurz erzählen, was ihr da macht, wie ihr da vorgeht und worum es da grundsätzlich geht? Genau, also wir waren mit Robert Mark Lehmann und Mission Erde in Griechenland. Wir haben dort gemeinsam mit der Organisation Hundegarten Ceres e.V. die Problematik der unkastrierten streunenden Hunde in Griechenland an der Grenze Bulgariens nicht nur für Aufklärungszwecke dokumentiert, sondern auch aktiv vor Ort neue Lösungen geschaffen. Also beispielsweise wurde in nur einer Woche eine leerstehende Schweinefarm zu einer Welpen-Quarantänestation umgebaut. Man hat dort oft das Problem bei den Welpen mit dem Parvovirose-Virus. Dort sind Welpen extrem anfällig für und das bedeutet, die Infektion mit diesem Virus bedeutet oft den Tod für die Welpen. Und es ist ein hochinfektiöser Virenstamm,
der dazu führt, dass wenn einmal ein paar Tiere in der Auffangstation infiziert sind, dass meistens alle Tiere sterben. Und dort haben wir natürlich neue Hygienekonzepte erarbeitet, umgesetzt und streunende, kranke und verletzte Hunde wurden eingefangen, medizinisch versorgt und für die weitere Vermittlung vorbereitet. Da wird auch noch ein Dokumentarfilm kommen. Wir haben eine dreiteilige Reihe gefloggt, das ist im Vlog-Stil alles geschnitten. Da kommt aber die Mission nicht so gut rüber, sondern wird einfach der Alltag beschrieben, was wir dort machen, wie unsere Tätigkeiten ein bisschen aussehen. Aber das Ganze dann mit roten Faden, die Mission dokumentiert, werdet ihr dann bei Robert Marc Lehmann auf dem Kanal sehen und es wird bald released werden. Ja, Robert Marc Lehmann ist ja grundsätzlich Gründer von Mission Erde, genau. Um das nochmal auch hervorzustellen. Einfach, ich finde, es wird jetzt auch schon bei der zweiten Mission deutlich, dass ihr dann einfach auch aktiv werdet. Ihr habt diese internationalen Missionen, nennt es dann immer Mission Pels, Mission Griechenland, Mission Bäume wäre das nächste, worüber wir auch sprechen wollen. Schaut mal, ich, ganz kurz, wir haben einen Kandidaten mitgenommen aus Griechenland damals. Das war der Schwächste aus dieser Auffangstation, das ist Henry. Das ist Henry, hier. Und der wurde aus dem Auto geworfen, auf der Autobahn. Und er war einer der Schwächsten im Junghundezwinger. Ist halt immer gebissen worden, weil er halt einfach in der für die Rudeldynamik zu schwach ist. Und wir haben uns dann, er ist uns nicht aus dem Kopf gegangen und wir haben dann Mitte September beschlossen, dass wir ihn zu uns holen ins Rudel und ihm ja einen neuen Platz bieten, damit er nicht dort sein Dasein fristen muss und eventuell ja jahrelang in diesem Hundezwinger sein wird, beziehungsweise in dieser Auffangstation, weil oft ist es schwierig, denn es kommen 50 bis 100 Welpen pro Tag auf diese Auffangstation. Die Leute, also die wenigen Arbeitskräfte, die dort arbeiten, kommen gar nicht hinterher mit der Promotion für diese Hunde, dass die dann adoptiert werden, ein neues Zuhause bekommen. Also der Aufwand in Kombination mit der Menge der Tiere ist super schwierig umzusetzen. Mhm. Ja, dann, also ich glaube, man hat das ja auch, oder sieht das bei dir auch auf dem YouTube-Kanal. Den Hund hat man auch da öfter schon gesehen. Du sagst, ihr habt das in den Rudel geholt. Wie viele Hunde habt ihr gerade zu Hause? Jetzt haben wir gerade 4 Hunde zu Hause im Moment. Wir haben manchmal mehr Hunde, manchmal weniger. Also wir haben 3 feste Hunde. Ralfi ist unser erstes Projekt, in Anführungsstrichen, den wir gerettet haben. Der stammt aus einer polizeilichen Beschlagnahmung. Und so hat es eigentlich alles angefangen, dass wir Hunde aktiv aufgenommen haben bei uns. Vorher hatten wir selber 2 Hunde, haben ab und zu mal Hunde vermittelt, aber waren immer Tierschutz aktiv, hauptsächlich in der Hundethematik. Ja, wir könnten noch über Mission Bäume sprechen oder wollen wir direkt zu Ralfis Range übertreten? Ja. Wir können gerne auch über Mission Bäume sprechen, natürlich. Da hätte ich dann hier das Foto von dir, Robert, Paula und Lea. Mission Bäume, auch da. Was macht ihr da? Wie geht ihr vor? Gerne einmal kurz vorstellen. Ja, Mission Bäume war auch ein tolles Projekt. Wir haben dort mit dem Team Mission Erde, Robert Marc Lehmann und mit der Mission Erde Community und in Kooperation mit dem Stiftung Wald zum Leben vom 4. bis zum 6. November 2022 in Volksheim 4 verschiedene unterschiedliche Baumbiotope erschlossen, angepflanzt. Auf 4 Grundstücken entstanden ein Laubmischwald, eine Baumwiese, eine Obstwiese und eine Exotwiese. Ja, diese Lebensräume bieten am Ende Insekten natürlich einen neuen Lebensraum. Vögel, Insekten profitieren davon auf jeden Fall, also die Umwelt allgemein profitiert davon. Wir haben es in diesem Bereich gemacht, da dort sehr viel Monokultur durch den Weinanbau stattfindet und um einfach eine gewisse Biodiversität zu schaffen und eine gewisse Artenvielfalt wieder zu gewährleisten. Ja, war ein geiles Projekt, hat sehr viel Spaß gemacht, war eine Menge Arbeit. Ja, das glaube ich. Am Ende haben wir gesehen, ja klar. Ja, aber am Ende konnten wir fast 50.000 Bäume pflanzen
Und ja, wir sind gespannt, wie sich das Ganze entwickelt und wie es dann in 1, 2 Jahren aussieht. Ja, auch das wieder eine super spannende Aktion. Wenn ihr sagt, 50.000 Bäume gepflanzt, wart ihr wirklich zu viert oder wie viele Menschen? Nein, also es waren natürlich Helfer dabei. Wir haben die Community mit eingebunden, haben einen Aufruf gestartet. Dort sind Leute dazugekommen, die uns geholfen haben. Teilweise Leute, die ein bisschen weiter her aufgefahren sind, die sich das Wochenende freigenommen haben, damit wir zusammenarbeiten dort. Und die Stiftung natürlich. Die Stiftung hat natürlich auch, also die Stiftung Wald zum Leben hat natürlich auch viele Helfer mitgebracht. Und ja, somit haben wir das mit vereinten Kräften geschafft. Ja, also es braucht Manpower und es braucht natürlich aber auch ja, finanzielle Unterstützung. Ja, das Genau, so sieht's wird auf jeden aus. Fall deutlich. Von daher könnt ihr jetzt auch unbedingt weiter spenden. Wir haben auch schon 91 € jetzt hier an Spenden gesammelt parallel. Gerne den Link unten in der Videobeschreibung nutzen. Ja, wir haben jetzt noch einmal zusammengefasst über Mission Pelz geredet, Mission Griechenland und Mission Bäume. Das betrifft alles direkt ja, Mission Erde e.V., den ersten NGO, an dem in diesem Jahr unsere Spenden gehen. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Ralfis Range. Da haben wir eben auch schon mal kurz drüber gesprochen. Wir haben ihn auch schon gesehen. Ja, ihr habt ihn quasi als ersten, ja, Hund, den ihr gerettet habt, dann auch den Namensgeber für die Aktion, wie soll ich es nennen, für Ralfis Range. Was macht jetzt genau Yes. Ralfis Range und ja, wie können wir uns das vorstellen und wie ist das in Kombination oder in Zusammenhang mit Mission Erde? Ja, also mit Ralfis Ranch planen wir eine Tierauffangstation, einen Lebenshof für alle Tiere. Denn bei uns gibt es keinen Speziesismus. Das heißt, Robert Marc Lehmann, Lea Sommer und ich und natürlich Mission Erde sind davon überzeugt, dass jedes Tier ein Leben frei und ohne Erwartung in Bezug auf einen wirtschaftlichen Nutzen verdient hat. Diese Lebenseinstellung leben und kommunizieren wir jeden Tag. Für uns von Mission Erde fängt Tierschutz vor der eigenen Haustür an und hört an keiner Landesgrenze auf. Bei Ralfis Ranch finden zukünftig befreite Tiere von Robert Undercover-Einsätzen, missbrauchte Nutztiere aus der Massentierhaltung, also sowas, was Joa Berge mit dem Lebenshof Rotwald auch macht, aber auch Straßenhunde, schwer vermittelbare Hunde aus In- und Auslandseinsätzen, psychisch und physisch kranke Lebewesen, ein ja, temporäres oder dauerhaftes Dach über dem Kopf. Ja. Auch wenn wir nicht jedem Tier irgendwie einen Lebensraum zurückgeben können, also zum Beispiel einem geretteten Fuchs oder Chinchillas aus der Pfalz haben, können wir ihnen auf Ralfis Ranch zumindest ein liebevolles und artgerechtes Zuhause und vor allem ein Leben ohne Folter und Qualen bieten. Ja, das ist jetzt erstmal so der Grundgedanke von Ralfis Ranch. Also dieser Hybrid aus Lebenshof und Tierauffangstation, sodass man Kapazitäten hat, um schnell handeln zu können. Das ist die Definition von Ralfis Ranch. Wie gesagt, das war die Mission bei Joa Berge, wo wir einmal für die Minischweine ein neues Zuhause geschaffen haben. Das sind Freddy und Fridolin. Und wir mussten im Zuge, weil natürlich neue Bewohner auf den Hof gekommen sind und die Kapazitäten knapp waren, mussten wir ein Außengehege bzw. ein Weidezelt bauen, damit die Rinder, die vorher in diesem Stall waren, einen sicheren Winterunterschlupf haben. Und da ist dieses Foto entstanden, wo Ralfi die Kuh begrüßt sozusagen. Ja. Oder die Interaktion mit dem Schwein. Und Genau. wenn man sich mit der Wahrnehmung von Ralfis Rasse beschäftigt, also Ralfi ist ja ein American Staffordshire Terrier, die ja leider Rasseliste 1 gelistet sind in Deutschland, also in vielen Bundesländern, also in allen Bundesländern eigentlich in Deutschland, und die mit einem Wesenstest nur gehalten werden dürfen, aufgrund ihrer angeblich hohen Aggressivität, was ich in keinster Weise bestätigen kann. Ich muss sagen, dass Ralfi ein Hund ist, der genau das widerspiegelt, was Ralfis Ranch am Ende des Tages definiert. Denn er geht auf jedes Lebewesen unvoreingenommen zu. Er zeigt keine Aggressivität, er hat eine hohe soziale Kompetenz.
Und das ist einfach ein toller Hund. Und vor allem diese Hunderasse ist zu Unrecht gebrandmarkt worden. Sowohl gesetzlich als auch durch die Medien gebrandmarkt worden. Und Ralfi ist einfach ein toller Hund. Und er ist hochsensibel. Also wenn man den Hintergrund auch kennt, natürlich wirklich der perfekte Botschafter, sage ich mal. Absolut, absolut. Also Aber es ist super schwierig. Ich merke es jeden Tag. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich mit Ralfi alleine laufe, als Kämpfer, durch meine Ohren zum Beispiel oder durch mein Aussehen. Natürlich habe ich für viele Leute ein Erscheinungsbild, wo die Leute eine gewisse Schublade mit assoziieren. Wenn ich mit unserem Australian Shepherd zum Beispiel rausgehe, ist das nicht der Fall. Und das ist halt sehr schade, weil es durch die Medien und durch die Justiz so kreiert worden ist. Wenn ich zum Beispiel einen Hund mitnehme, weil wir einen neuen Hund haben, der sehr verstört ist, der aus Tierschutz gerettet wird, ist der Hund, den ich auswähle, um sozusagen das Eis zu brechen, immer Ralfi. Aufgrund von seiner hohen Sozialkompetenz, weil er unvoreingenommen auf Tiere zugeht, er kann mit jedem Tier interagieren, ohne irgendeine böse Absicht zu haben. Und das ist natürlich auch ein Projekt, was wir mit Ralfi vorantreiben wollen, dass einfach diese Angst oder diese falsche Wahrnehmung dieser Hunde geändert wird in der Gesellschaft. Ja, ich habe jetzt hier parallel auch mal das Foto mit dir und ihm eingeblendet. Das war das Foto von der Abholung? Oder wie ist das? War das? Genau, das ist das Foto, als wir Ralfi aus dem Tierheim. Ralfi kommt aus einer polizeilichen Beschlagnahmung, ist misshandelt worden, auf einem Schrottplatz gehalten worden, war komplett abgemagert, hatte absolutes Ressourcenproblem dadurch. Das heißt, er ist aggressiv geworden, wenn er nicht genug Futter hatte. Aber was bei jedem Hund der Fall wäre, bei jedem Tier der Fall wäre, denn wenn keine Ressourcen zur Verfügung stehen, geht es halt einfach um das nackte Überleben und dann wird mit allen Bandagen gekämpft. Und das ist das Bild, als wir Ralfi abgeholt haben und er 6 Wochen im Tierheim sitzen musste, weil er keine gültige Tollwutimpfung hatte. Und ja, es war ein langer Kampf mit Behörden und bis wir sozusagen diesen ersehnten Tag endlich erleben durften. Ja, und ihr seht ja an dem Bild, wir waren mega glücklich. Wir sind dann mit dem Zug nach Hause gefahren mit Ralfi und das war der erste Tag, an dem Ralfi bei uns war. Ja, Wahnsinn. Also, ich finde, da sieht man, ihr habt direkt von Anfang an scheinbar funktioniert, euch gut verstanden. Ja, Ja. wirklich grundsätzlich einfach ein sehr cooles Projekt auch wieder. Und ich kann es immer wieder sagen, man sieht halt wirklich, ihr werdet aktiv, ihr macht was. Und das finde ich einfach sehr unterstützenswert. Und umso mehr freue ich mich, euch und Mission Erde, also Ralfis Range und Mission Erde e.V. hier im Stream dabei zu haben. Im Ja, vielen Stream Dank, dass wir dabei sein dürfen. geht es darum, wir werden in Challenges gegeneinander antreten. Das heißt, ich trete gegen meine Gäste, damit auch gegen dich, zusammen mit der Community an. Und ja, bei jedem Gast gibt es eine Challenge. Bei euch hatten wir uns da ja auch was überlegt. Und dazu gehe ich nochmal zurück auf das Foto bezüglich der Petition, ja, gegen die Pelz, ja, bezüglich Mission Pelz von Mission Erde e.V. Ja, also die Pelz-Petition ist eine EU-Petition und sobald diese Stimmenanzahl erreicht sind, wir sind jetzt bei 1,2 Millionen Stimmen, 1,4 müssen wir erreichen, um sozusagen, dass sich das EU-Parlament am Ende des Tages damit beschäftigen muss. Und jede Stimme zählt und es wird die Haltungsbedingungen auf Pelzfarmen verändern, wenn wir diese EU-Petition durchboxen können. Und es wird massive Veränderungen und Verbesserungen vor allem für die Tiere bringen und ja einfach dazu führen, dass diese grausame Haltung von Pelztieren, von Silberfüchsen, von Marderhunden und Chinchillas einfach nicht mehr möglich ist in der EU und hart bestraft wird. Alles klar, ja. Vielen Dank dann nochmal für die Zusammenfassung. Und unsere Challenge Und wäre. am Ende ist natürlich das Ziel, dass
Am Ende ist natürlich das Ziel, dass Pelz überhaupt nicht mehr gehandelt wird und komplett aus der Industrie einfach verschwindet, dass dieser Zweig einfach eliminiert wird. Denn das ist nicht artgerecht und ich denke, wir als Menschen, unsere Moral sollte uns sagen am Ende des Tages, dass das einfach nicht richtig ist, so etwas zu tun. Und wir sollten ja unsere Fähigkeiten nutzen, Tieren zu helfen und nicht sie auszubeuten. Community und Gäste werden einen Punkt erreichen, wenn wir heute auf diese Pelz-Petition weitere 5000 Unterschriften sammeln können. Von daher, klickt jetzt unbedingt auf den Link, unterschreibt die Petition für Mission Pelz. Und wenn wir es schaffen, heute weitere 5000 Unterschriften zu sammeln, geht der Punkt an Community und Gäste. Und ja, von daher seid ihr jetzt gefragt. Schaut unbedingt unten in der Videobeschreibung vorbei, klickt auf den Link und ja, dann schauen wir mal, wer den Punkt hier erreichen wird. Ich hoffe natürlich, dass Community und Gäste diesen Punkt kriegen und ich ja da leer ausgehe. Schaut jetzt unbedingt vorbei. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich muss noch eine ganz coole Geschichte erzählen, wie das Ganze hier zustande gekommen ist. Ich war vor 3 Wochen im Trainingslager auf Mallorca, da bin ich zurückgekommen, war 6 Wochen vor Ort und dort wurde mir ein Video vorgeschlagen, um jetzt vielleicht noch mal ein bisschen für Unterhaltung hier zu sorgen, von dir, wo du 8,5 Kilo Reis gegessen hast. Dieses Video wurde mir vorgeschlagen, ich habe mir das angeguckt, bin darüber auf dich aufmerksam geworden, fand deine Videos irgendwie cool, hab mir abends im Trainingslager öfter Videos von dir angeguckt und als wir dann jetzt hier den Kontakt zur Mission Erde aufgenommen haben und es dann auf einmal hieß, Stefan Pütz wird im Stream dabei sein, da ja, war ich völlig aus dem Häuschen und dachte so, Hammer, das ist ja richtig cool. Ja, das auf jeden Fall zu der Geschichte. Na geil. Ich hoffe, da du jede Menge Glykogen benötigst, wenn du im Trainingslager bist, hoffe ich, du hast dir direkt mal Reis gekocht am Abend, nachdem du das ganz genau hast. Ja, das ist der Fall. Ja, das noch so eine kleine Story am Rande, würde ich sagen. Ja, ich möchte noch eine Sache sagen, Sebastian. Und zwar vielen lieben Dank an alle Leute, die spenden, die hier mit dabei sind und unterstützt dieses geile Projekt, was Sebastian hier ins Leben gerufen hat. Er fährt 12 Stunden Fahrrad, macht sich die Mühe, hat viele Gäste eingeladen, thematisiert viele Sachen, viele Missstände. Und ist einfach nur geil, was du machst. Danke, dass wir da dabei sein dürfen. Das war Stefan Pütz, Vertreter und Mitglied von Mission Erde e.V. Ich fand es ein sehr, sehr interessantes und aufschlussreiches Interview. Vielen Dank dann nochmal an Stefan Pütz für seine Zeit und für dieses Interview im Spendenstream 2023. Damit ihr jetzt die kommenden Videos und die letzten Interviewpartner nicht verpasst, abonniert jetzt schnell den Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video hier auf YouTube. Also haut rein, ciao.